Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir gehen jetzt ins alte Haus der Träumerin. Und anscheinend treffen wir jetzt schon die Träumerin einer Cutscene. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers, ja. Meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Oh, okay. Aber wir suchen nach Corinna. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen. Seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Darf ich fragen, was du hier machst? Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Vielleicht erlaubt sich einfach nur jemand einen Scherz, aber das würde mich auch interessieren. Warum stehst du denn hier, wenn du der größte und pompöseste bist in der ganzen Stadt und bewachst das Haus einer Traumdeuterin? Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Okay. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Ach, triffst du jeden Tag auf, oder ziemlich oft auf Witcher? Das zweite Schwert, ist es für den Notfall, falls das erste bricht? Du hast mir doch gerade erzählt, warum ich zwei Schwerter habe, also... Ah. Alter, das ist ja auch nicht normal, oder? Hier wohnt sie. Vielleicht sollte man mal Staub abwischen oder so. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Was ist denn da los? Lass das! Nee, ist das noch ein Göttling? Oder was? Aber dann ist das ein böser Göttling. Der wollte dir helfen, der Göttling. Warum hast du das Stahlschwert gezogen? Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf! Die Puppe. Der Dachboden. Aha. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Redest du mit uns? Okay, wir gehen auf den Dachboden. Da ist der Dachboden. Perfekt. Das war ein Göttling. 100 Pro, aber wo ist der hin? Und warum hast du ein Stahlschwert gezogen? Also das war doch bestimmt kein Mensch. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Warum? Kann man nicht hier... Ne, Moment, falsch. Da. Kann man nicht? Doch, kann man. Okay, hier ist ziemlich viel Shit, aber da. Da ist die Puppe. Lumpenpuppe. Ist das vielleicht sowas... Ich wette, hier hat sie nur so einen Vorrat oder so wahrscheinlich. Es ist so eine Zeichnung eines Kinderbetts, das könnte interessant sein. Untersuche das Bild. Hupala, ich drücke mal die falsche Taste. Da. Ja, zeig mal. Papier, auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Das sieht aber auf der Zeichnung ganz anders aus. Okay. Ja, aber war jetzt nicht viel zu sehen, oder? Moment, wir gucken uns das nochmal an. Aber ich habe da zumindest jetzt nicht unbedingt irgendwas Spannendes erkannt. Hä? Ach, da unten ist es.
Nö, ein Baby ist da drin oder so. Oder vielleicht die Puppe, kann auch sein. Eine Puppe. Auf dem Bild liegt sie in einer Wiege. Vielleicht sollte ich eine suchen. Ach, ich wollte gerade sagen, okay, hier war nämlich keine Wiege drin. Okay, ist hier eine Wiege? Nee, scheint nicht so. Kann ich hier eigentlich... Ja, kann ich. Perfekt. Dann können wir nochmal durchgucken. Hier ist keine Wiege. Aber hier ist auch keine Wiege. Ist voll hell. Was ist da? Ah, da war nur eine Wasserflasche und so drin. Das wird nur der Vorrat von der sein. Ah, tut mir leid. Okay, hier gehen wir runter. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Da ging's runter. Hier ist auch keine Wiege. Dann denke ich aber da drin, oder? Ja! Finde heraus, warum die Tür zu... Ist sie jetzt zu? Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Da drin. Ah, okay. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Hey, beruhig dich mal. Muss das... Nee, das ganze Haus ist markiert, oder? Darunter? Ah... Okay, noch weiter runter. Zack. Da ist der Ofen. Gott, womit kriegen wir es denn hier zu tun? Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Oh, die ist aber nicht so nett wie der andere. Ich meine, also es handelt sich hierbei auch um einen Göttling, definitiv. Aber dass sie solche Fähigkeiten haben, wusste ich nicht. Also der kleine Hansi war auf jeden Fall sehr, sehr süß. Aber hier, fürchterliche Träume, So wie du spielst, ist es nur für dich lustig. Weil du ein Langweiler bist. Ihr Menschen seid alle Langweiler. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt dir überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Ja, okay, das ist immer noch ein Kind. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Okay, da hat sie sich jetzt auch hingesetzt und spielt ein bisschen. Ja gut, dann hat sie jetzt halt ein riesiges, fettes Haus für sich alleine. Ist auch nicht schlecht.
Aber da muss ich wahrscheinlich weiterhin dafür sorgen, dass es hier gruselig drin ist, ne? Das ist ja hoffentlich klar. Okay. Das weg. Ach, da ist sie ja schon. Wie sie da sitzt. Reden wir mit ihr. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Okay, dann. Gott, was ist denn heute los? Okay, dann haben wir das abgeschlossen. Ach, schön, dass man hier sogar jetzt einen zweiten Göttling getroffen hat. Und jetzt plötzlich ist das kleine Kinderlachen doch gar nicht mehr so schlimm. Aber zuerst müssen wir jetzt dem Typen sagen, tut mir leid, Kollege, aber das wird nichts mit dem Haus. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Können wir uns wahrscheinlich nochmal entscheiden. Aber ich würde sagen... Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Ja, ist jetzt scheißegal, ne? Ist jetzt ein Haus und das bleibt leer, oder was? Oh Mann. Ja, das ist nicht dafür da. Aber das ist ein schönes Haus. Also, naja, okay. Ich nehme alles zurück. Ich meine, die grauen, schwarzen Schlieren. Die Fenster, die da so halb offen hängen hier am Kanal. Obwohl man bestimmt eine schöne Aussicht hat. Aber es wird langsam hell. Und wir begeben uns zum Goldenen Stör. Denn da hat Corinne ein Zimmer. Corinne, nicht Corinne. Mann von Hurensohn. Herr Ernsthaft, der hat echt... Hahaha. Ey, du bist ein Hurensohn, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, das ist geil. Ich finde diese Atmosphäre, hier ist ein Betrunkener, der Jugend heutzutage, alle weichen der Birne. Kann man mit dir reden? Ach, schon damals, im 12. Jahrhundert oder so, schon da war die Jugend früher immer besser. Also, bitte heute nichts drauf einbilden. Schön, wie die Fleischtheke hier am Start ist. Die Wachen stehen hier rum. Was ist das? Die Götter haben das Wehklang des Landes erhört. Das lange Warten hat ein Ende. König Radovid wird den Norden retten. Oh Gott, oh. Oh, da bin ich gespannt, ob wir den noch... Wir werden den kennenlernen. Die Frage ist, wann? Oh, da sind wir... Das sieht aber schon ordentlich aus hier. Ne? Da ist mal ein Anschlagbrett. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Missionen, Hauptmissionen. Dann machen wir auf jeden Fall ein paar Nebenmissionen. Oh, das sieht schön aus. Ist es denn voll zu dieser Stunde? 3 Uhr morgens? Ach, ja, kann man sagen, ne? Wir laden ein paar Texturen nach. Aber wir müssen auch Dockarbeiter hier sitzen überall rum. Aber wir sind ja nicht da, um zu trinken, sondern um uns die Träume deuten zu lassen. Und zwar von ihr. Oh Gott. Ach du Scheiße. Das könnte man auch schnell anders interpretieren, aber guten Tag. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten.
Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Okay. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ich erinnere mich, wie als wir uns erstmal... Ich habe sie in Köln angesehen. Ich hatte ja immer das Leben gehabt. Sie wieder dabei, als ich gestorben bin. Oh Gott, jetzt müssen wir das für ihn interpretieren. Okay, ich erinnere mich als von... Ja, das, ne? Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja, klar, ich will alles mit dir teilen. Also, von den Erinnerungen. Keine Eile, wir haben Zeit. Ja, alles. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Reise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Das muss man mir erklären. Wieso kam er in ihr Zimmer? Sie hatte ein Kleid an. Und sie sagte, ich fühle mich unwohl. Das verstehe ich nicht ganz. Und warum heißt das, dass sie zur Frau wird? Heißt das nicht, wäre nicht eigentlich genau das Gegenteil dann der Fall? Also wenn ihr das Kleid irgendwie gefallen würde. Aber wir gehen auf jeden Fall alles durch. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen. Nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte. Auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Warum soll sie das nie wieder machen? Mann, das ist alles so interessant. Er bricht immer an diesen Stellen ab, ey. Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Boah, okay, wir müssen jetzt also alles... Sie konnte nicht richtig kontrollieren, sie wurde die Herrin der Zeit und Welten genannt. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen?
Auch das möchte ich, ja. Ja, da ist noch etwas. Okay, das bedeutet, das war ja zum Beispiel das, wo wir ausweichen, was Kreis ist, ist bei Geralt ja so ein Sprung und bei ihr ist ja das so dieses bläuliche Ring, ne, wie so ein bisschen von Infamous. Und ich denke mal, da reist sie zwischen den Welten. Oder zum Beispiel, wo von der einen auf die andere Sekunde sie den Baron gerettet hat vor der, hier, vor der Gorgo. Nee, was war das? Wie hieß das nochmal? Vor dem Basilisken. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Oh, ja. Ja. Ja, komm. Und das Letzte. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Yennefer und Triss? Naja, gut. Das könnte doch sein Rittersporn, weil Triss weiß ja überhaupt nichts. Das heißt, wir wissen, dass sie nach ihr nicht gesucht hat, zumindest sie nicht erreicht hat. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Du musst ihre Hand nehmen. Okay. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Was ist das denn? Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Okay. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Können wir nochmal mit dir reden? Hoppala. Ja. 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 Okay, es reicht. Also anscheinend nicht. Die Mätressenliste. Oh wei. Geh zu Rosmarin und Thymian. Ja, machen wir auch. Oh, wir gehen hier mal raus. Obwohl, können wir uns hier noch einmal prügeln? Hier habe ich ja was gesehen. Also, wen gibt es hier? Ist hier ein Buchmacher oder so? Oh.
Können wir mit dir reden? Nein. Ja, hier. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Na klar. Oh, hier. Wir gehen auf die Vollen. Ja, ich kämpfe gegen diesen. Boah, ich weiß nicht, was heute los ist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Okay. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherrschst. Ah, wir sollen verlieren. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Ich bin ganz Ohr, okay. Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Okay. Ein Eimer Geld dafür, ein paar Schläge einzustecken? Verlockend. Bin dabei. Was soll ich tun? Nicht viel. Schlag ein paar Mal zu, nicht zu oft. Und lass dich dann umhauen. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Okay. Das wird in dem Fall bestimmt er sein. Macht schon, verdammt nochmal! Boah. Das war's. Jetzt bist du. Ah, okay, wir können ihm jetzt nicht mal Schaden zufügen. Komm, dann lassen wir uns mal hauen. Boom. Oh. Oh. Oh nein, du bist so stark. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Ach, wir ziehen ihm doch was, aber nur so langsam. Okay, dann ist gut, dass wir gesagt haben, wir können nicht. Ah. Ja, komm. Boah, da hat er uns aus den Latschen gehauen. Gratulation. Ein schöner Kampf. Deine vereinbarte Belohnung. Okay, wir hätten 80 bekommen. Wie viel haben wir? Oder 160? Sollen wir anbauen? Das ist einfach mal genauso viel, wie wir bekommen hätten, wenn wir gewonnen hätten. Aber ist ja egal. So, kann man mit dir reden? Ja, lach nicht. Wow. Ein Blick sagt mir schon alles. Oh, was denn? Hauptmann. Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Ich. Steht vor dir. Ei, das tut sie. Ich, eine Frau, bin Kapitän. So ein Scheiß, nicht wahr? Ach so, oh, nee, ich will. Ja, leb wohl. Weiter wollen wir gar nicht mit ihr reden. Oh, 28 Minuten, Freunde. Ich danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.